Franz der Ungar konnte nicht Ungarisch. Walter der Architekt konnte nicht zeichnen. Aber eines konnten sie, das Lied. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Feiern konnten sie, schickt uns euren Feiersiegen. Studiengang Elementare Musikpädagogik und Rhythmik und wir befassen uns mit der Schnittstelle Musik und Bewegung. Dabei geht es um den künstlerischen Anteil und den pädagogischen und daraus eine Schnittstelle zu definieren. Und wir haben uns in diesem Semester mit Oskar Schlemmer befasst im Hinblick auf das Bauhausjubiläum und haben Mensch und Raum in Beziehung gesetzt. Dabei ging es um Formen und Linien auf der einen Seite und auf der anderen Seite um individuelle Aspekte. Und so haben wir mit Musik, Bewegung, Rhythmus und Raum gearbeitet und haben uns gefreut, das hier im Rahmen des Bauhausfestes platzieren zu können. Das Cirque du Bauhaus 2019 ist eine künstlerische Fiktion, die aber natürlich auf Bauhaus tatsächlich fußt. Die bildnerischen Elemente, aber auch die Musik, von der wir eigentlich relativ wenig wissen, aber von der wir doch einiges über das Bild in Erfahrung bringen konnten. Zum Beispiel dieser Teufelsgeiger Johnny, den ich dabei habe. Das ist eine direkte Verbindung. Das Bauhaus, denn die Bauhauskapelle, eine Jazzkapelle, hat immer mit, wahrscheinlich genau mit diesem Instrument auch damals sehr, sehr lebendig und sehr das Publikum begeisternd gespielt. Stravinsky, der Komponist, war ja 2013 in Weimar zum Bauhausfest. Und Acacio Piedade, unser Komponist, hat sich an diesen Stravinsky-Klängen, vor allem auch an der Instrumentierung der Geschichte des Soldaten orientiert, hat aber daraus natürlich was völlig Neues gemacht. Das ist unser Cirque du Bauhaus. Cirque du Bauhaus, ein immersives Musiktheater. Immersiv ist alles das, was einen umhüllt. Musik ist das, was wunderbar klingt, dafür haben wir ein extra Orchester. Und das Theater ist, dass wir das Planetarium Jena, die Fuldum-Technik nutzen, um Performances zu bringen, die man wirklich nur zur Geltung bringen kann, wenn man das Planetarium und seine ausgefeilte Technik nutzt. Einfallsreich wie die Bauhäusler, technisch versiert wie die Jena Planetariumsleute. Und dann mit Musik gibt es das Cirque du Bauhaus.
fiktiv, aber real. Wouldn't have the time.